Willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash, heute mit der Meisterschaft der 150er-Klasse. Ja, die Meisterschaft, eine Eigenheit in Double Dash, die sich viele zurückwünschen. Wir düsen über alle 16 Strecken des Spiels und das Ganze wird mit Punkten verrechnet. Als Fahrer nehme ich meine Spezialpappnasen, Pacha, Cooper und Diddy. Wie schon mal erwähnt, und was für Karts wollen wir nehmen? Hey, wollen wir mal das große Goldene nehmen? Warum denn auch nicht? Das ist besonders breit, fett und bestimmt voll cool. Hier, Pilz, Blumen, Stern und Spezialcup, alle hintereinander. Ich habe es im ersten Part schon mal erklärt, wie ich das Ganze machen will. Also die ersten vier Parts waren natürlich die vier Cups in der 100er-Klasse. Dann haben wir jetzt die 150er-Klasse mit der Meisterschaft, also auch nochmal alle Strecken. Das mache ich in zwei Parts. Das heißt... Wow, hier ist schon wieder ganz schön was los. Ja, in diesem und im nächsten Part gibt es 8 Strecken. Aber es ist dieselbe Meisterschaft, das heißt punktemäßig. Ja, Fortsetzung folgt quasi. Und dann nochmal die 4 Cups im Spiegelmodus. Auch wenn ich keinen Spiegel mag, aber ihr wollt es und dann lasse ich mich mal halt drauf ein. So, Platz 1, hier fühle ich mich wie zu Hause. Also 150 ist ein Double Dash kein Ponyhof. Ganz im Ernst, keine Ahnung warum. Aber in Double Dash ist es wirklich verdammt schwierig. Schwieriger als in Wii oder DS oder Mario Kart 7 oder 64. Heftig. Da kann eigentlich nur Super Mario Kart mithalten, was ich aber auch wirklich super gut kann. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja viel schneller als zuletzt, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir 150 fahren und nicht... Verdammt. Und nicht... 100. Also nicht zwingend am Auto. Jawohl. Nein, was machst du denn? Lass es bloß bleiben. Bams! Hey! Okay. Aber ich glaube, erstmal noch auf den Fersen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Wo ist die denn hingepfeffert? Das ist natürlich sehr, sehr, sehr kacke, wenn man die ganze Zeit Erster ist und dann noch von so einem Depp bedrängt wird. Und boah, wenn zwei sich streiten, freut sich der Zweite auf jeden Fall. Aber durch Pech leider nur den dritten Platz errungen. Auf Platz 1, geile Kooperation. Bowser Junior und Donkey Kong, dann Mutanten Piranha, Tyrannia mit Luigi, dann Wario mit Baby Luigi, Daisy hat sich zusammengetan mit Waluigi. Ach, das sind mal Kombinationen, ey. Yoshis Piste, da wollen wir mal zusehen, dass wir hier die Abkürzungen hinkriegen. Bitte. Das ist mir ja nicht so geglückt, wie es sollte. Ich würde fast vorschlagen, wenn wir irgendwie Pilze bekommen sollten. Turbo-Pilze dann. Mein Gott, ey, wie schnell du hier hinten bist, ne? Ich hab bis hierhin gar nichts Gravierendes falsch gemacht und schon Sechster, ey. Oh, und keine Pilze. Weil ich hätte jetzt gern die Abkürzung genommen. Die bringt ja nicht mal so abnormal viel, aber ich will sie trotzdem nehmen. Wir kämpfen um jeden Meter. Alter. Jetzt ist es natürlich nicht mehr lustig. Soll ich mit dem aufheben? Nee, lieber nicht. Ich krieg den durch irgendein Missgeschick abgenommen. Und dann bereue ich es. Was wäre natürlich auch cool gewesen, erstmal ein bisschen aufzuholen. Und ihn dann noch einzusetzen. Wenn man schon Vierter ist oder so. Wovon träumst du nachts? So, da haben wir noch was Schönes. Wollte gerade sagen, der hat sich nur mal umgedreht. Ha, aber den letzten Pilz müssen wir benutzen für die andere Abkürzung. Die wollte ich unbedingt zeigen und diesmal werde ich es schaffen. Komm schon. Ach, komm schon. Das ist natürlich jetzt Gift. Für meine Platzierung, da ins Wasser zu fallen. Da fällt am Ende auch meine Siegerehrung ins Wasser, also... Soweit darf es nicht kommen. Muss in der letzten Runde alles glatt gehen. Ein gutes hat dieses Kart auf jeden Fall. Dadurch, dass es so breit ist, sammeln wir auf jeden Fall die
Dings ein. Mann! Nee. Ich krieg nicht wirklich was auf die Reihe hier. Komm. Oh ja. Wir haben noch eine Chance. Naja, viel werden wir dadurch nicht mehr reißen. Für den siebten Platz halt. Aber die Abkürzung ist wenigstens mal gepflückt. Naja, Platz 6. Schande, was mache ich denn am besten, ey? Ja. Ja, es ist echt hammerhart. Ich hab's gesagt, kein Ponyhof, nein. Kein Streichelzoo hier. Ja, und seht euch's an. Bowser Jr. und Donkey Kong setzen sich bereits ab. So kann's natürlich nicht weitergehen. Wir müssen uns zusammenreißen und in der nächsten Strecke uns, ja, auf Platz 1 bringen. Anders kann man schon nicht mehr an denen vorbeikommen, würde ich fast sagen. Hat sich nach 2 Rennen schon fast wieder erledigt. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber die sind jetzt immer vorne mit dabei. Sowas hasse ich einfach. Wie soll man denn da reagieren, ausweichen? Das nervt an Double Dash irgendwie noch extremer. Na komm schon. Bowser Junior und Donkey Kong. Nur weil Donkey Kong wieder mit irgendeinem Junior rumhängen wollte und Donkey Kong Junior halt verschwunden ist. Naja. Na, das war jetzt schlecht von mir gefahren, bin ich ja ganz ehrlich. Aber wenn man halt nicht ständig abgeknallt wird von irgendwelchen unfairen Items, dann bleibt man halt mal auf Platz 4. Bin eben die Strecke ein bisschen besser gefahren und wurde halt abgeschlachtet wie ein Mastschwein. Wenigstens rutschen die mal auf was aus. Also jetzt hier auf der Strecke habe ich nicht das Überpech. Und wo ist denn Donkey Kong überhaupt? Ich sehe ihn nicht, aber... Oh doch, Platz 3. Direkt hinter mir. Oh Mann. Bams! Ja, die lassen sich nicht veräppeln, ne? So, komm, kämpfen wir. Da. Komm schon, schaffst du! Wie geil ist das denn? Komm jetzt, blauer Panzer. Ha! Liebe Tische, bleibt stehen. Oh, wie geil wir fahren. Jetzt lass mich halt mal Erster werden. Nein. Komm schon. Oh, ich hätte nach hinten. Nein! Okay, wir sind Erster. Das war ganz schön knapp und die sind Zweiter. Das heißt, Bowser Junior und Dingsbums, hey cool, wir haben einen Stern, haben wir ein bisschen zurückgedrängt. Gut, wir halten die Sache offen. Sind damit wieder rangekommen. Eieiei. Aber das ist nur die Richtung, der Kurs, der stimmt. Wir müssen so weitermachen. Boah, aber ganz schönes Stück Arbeit, Mann. So, und auch hier unbedingt die Pilze festhalten. Für die passende Stelle. Für den Hügel da, ist ganz klar. Nein! Boah. Und die Brücke versuche ich erst gar nicht. Das ist mir zu riskant jetzt. Ah. Lass mich da hoch. Hüpsa! Naja, so viel bringt's auch nicht, aber es bringt immer ein bisschen was. Da, 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 da. Bumbatz, Bumbatz. Oh Mann, Mann. Habe ich jetzt eine Glückssträhne? Das wäre doch mal schön. Opfer. Opfer. Ja. Ja. Sind es Kakteen da rechts gewesen? Nicht zum ersten Mal. So, schön in die Mitte. Hätte ich lieber hier in den Tunnel legen sollen, ne?
Aber gut. Kann ich alles haben. So, schön immer. What? Baby Bowser abknallen. Bowser Junior. Ich mach's immer wieder falsch. Da hätte ich jetzt ausnahmsweise. Krass. Ja, was ist denn los? Es war mein eigener Panzer. Das war doof und Dummheit und bla. Aber, Mann. Das war's mit der Glückssträhne. Items krieg ich auch nicht. Ja, was zum, ey. Ja. Was, ich bin Zweiter? Was? Dann nimm dies. Ha, hey, hier, Dings ist gar nicht mal vorne. Ich krieg keine Items. Na, dann fahr einfach. Bitte. Okay, Zweiter, Zweiter, Zweiter. Und schon wieder? Donkey Kong und Bowser Junior hinter uns. Aber ich glaube, nur eine Platzierung. Trotzdem. Dann gestalten wir das Ganze wieder offener. Das gefällt mir ganz gut, diese Spannung. Noch 9 Punkte. Inzwischen ist Luigi wieder unser Hauptgegner. Bowsers Festung. Habe ich schon erwähnt, völlig random, was für Strecken kommen. Ist jedes Mal anders. Außer die erste und die letzte Strecke. Also Regenbogenboulevard zum Schluss. Das ist, glaube ich, immer fest. Mann. Oh Gott. Hier habe ich so meine Probleme. Ich sollte weniger risikoreich fahren und einfach mich konzentrieren, nicht irgendwie runterzufallen oder sonstigen Shit. Bams! Denkst du dir? Ich traue mich jetzt auch nicht, die Abkürzung zu nehmen. Nee, mach ich auch nicht. Zwar hatte ich drauf spekuliert, dass ich es in der 100er Klasse nicht geschafft habe, weil wir halt nur die 100er Klasse hatten und jetzt schneller sind, aber ich habe irgendwie keinen Bock, es zu probieren. Dazu habe ich zu schlechte Erfahrungen mit dieser Mini-Abkürzung gemacht. Wir haben kaum jemand hinter uns. Luigi nähert sich. Aber wenn wir keine gravierenden Fehler machen und kein blauer Panzer kommt, in dem Sinne, shut the fuck off, kann uns nichts passieren. Aber trotzdem immer noch Erster. Leider mit geschmolzenem. Erster Mal. Ich war so am Driften vertieft, dass ich nicht zurückschleudern konnte. Nein, nein. Heute nicht, ihr zwei Grünen. Ha, Mann! Ich mich innerlich schon gefreut, dass die ausrutschen. Sind auch ein bisschen Tollpatsche, ey. Naja, nicht so groß wie ich. Nein! Und keiner holt mich, hell. Was? Ah, okay. Wir sind in die Lava gefallen. Roffelkopter. Nein! Man kann so schlecht ausweichen. Weil das Kart, das ist so steif. Genauso wie... Okay, zurück zum Thema. Spaß. Baby Mario. Gib dir gleich. Wow! Wir sind wieder vorne. Ach, fuck you. Fall ich hier wenigstens nicht runter? Ich bin ja gar nicht so übel. Manchmal. Nein! Seht ihr? Es ist einfach... Dürfen die nicht gewinnen lassen. Wenn wir die Meisterschaft wollen. Och, Mann! Stachypanzer, okay. Das macht die Sache nochmal sehr interessant. Gehängt. Schade, schade, schade.
Die beiden schlimmsten Rivalen vor mir. Das ist echt. Huiuiui, es bleibt spannend. Ich bleib denn auf den Fersen. Das ist, oh Gott, wie viele Punkte die schon haben. Fuck. Man muss ganz klar sagen, es gibt eine klare Dreiergruppe, aber ich fall so langsam ab da. Das ist schade. Das ist, hab halt doch einiges an Pech gehabt jetzt, ne? Baby Park, da war ich ganz gut. Das müssen wir hinkriegen. Vollste Konzentration im Baby Park. Ja, hier fliegen eh die Fetzen vor lauter Items. Sag mal! Dürfen sie nicht davonkommen lassen, die beiden da vorne. Ich komme. Aha. Nein! Was soll das denn? Was soll das denn? Eine blöden Kettenhund da. Ich hab grad Geschäftliches zu erledigen. Mann. Mann, was soll ich denn alles damit? Perfekt. Schon sind wir wieder Erster. Geil. Runde 5. Oh. Jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Boah, der feuert Luigi seinen Feuerball ab. Nee, es ist doch nicht wahr. Es ist doch einfach nicht wahr. Immerhin wurden die auch getroffen. Freunde, ich weiß nicht mehr, was ich davon halten soll. Aber ich bin immer noch Erster, verwunderlicherweise. Letzte Runde. Bombards, Bombards. Ja, sehr gut. Es ist so ein Kampf, es ist so anstrengend und spannend. Okay, 10 Punkte für mich. Lass mal sehen. Hey, cool. Donkey Kong hat Federn gelassen. Der war nur Vierter, glaube ich. Uiuiui. Ja, ganz klar. Also Luigi, die Grünen im Auge behalten. Bloß nicht die Grünen wählen. Mario Colosseum. Nach der Strecke mit den 7 Runden kommt die Strecke mit nur 2 Runden. Das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Ja. Tja, schon echt heavy. Ah. Nein. Gibt's doch nicht, was die hier anstellen mit uns. Ich drifte nicht, weil das bringt nicht so arg viel jetzt. Oder vielleicht war ich nicht so gut drauf, dass ich es verdient hätte irgendwie. Hier mal aus dem Weg. So. So, wo sind sie, die beiden? Jetzt kann mal ein Stachipanzer kommen. Nicht nur, wenn ich vorne bin. Ja, da sind sie. Das waren die Grünen. Die wollte ich explizit dissen. So. Haltet euch aus der Politik raus. Was? Warum? Warum? Ich hab die Items extra für euch gehabt, Mann. Und dann kommen sie auf ein Serviertablett vorbei und kann er nicht mal Profit rausschlagen. So. Haben eigentlich 4 mitgenommen, ne? 4 Item-Kästen. Dammit! Hab ich ihn abgehängt? Episch bin ich denn? Nein. Leck mich doch. Hey, ich höre was. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen.
Don't make a bullshit with me. Das hier ist schon sehr viel wert. Weil diesen Weg nutzen die Computergegner nicht. Oh, das sind die Grünen. Ja, Mann. Und wir haben noch... Oh, nicht runterfallen, bitte. Noch der ihre Fakebox mitgenommen. Ah. Gut, wir sind vor den Grünen. Das hält die Sache wirklich offen. Krass, was eine Spannung, ne? Das hätte ich so nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, die hängen mich ab. So, lass mal sehen. Ja, ja, ja. Was für ein Dreikampf. Ich bin so in Lauerstellung, ja? Wenn zwei sich streiten, kommt der Markus. So. Eieiei, okay. Die letzte Strecke für heute, Sorbetland. Oh, das kann auch mal ganz schnell ins Auge gehen. Geben wir unser Bestes. Mann! Nix drauf, außer Zahnbelag. So. Lass mich erstmal an meine wohlverdiente Position. Weil ja in jedem Rennen mindestens ein Stachypanzer dabei ist, oder? Nein, Double Dash eigentlich nicht so. Double Dash eigentlich nicht so. Aber wer doch gelacht. Da sind sie, die Grünen. Immer noch die potenziell größte Gefahr, definitiv. Ah, sehr gut. Wir sind eingefroren gewesen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ein hochspannendes Duell. Duell ist ja nicht mal. Es sind ja drei. Ist dann immer noch ein Duell? Dreikampf. Hochspannender Dreikampf. Nein! Ich hab's gesehen, aber was hätte ich großartig machen können? Da sind die Grünen. Eure Steuererhöhung wird sich niemals durchsetzen. Haut ab! Hm, geil vorbeigekommen. Ja, geil mit der Mega-Banane ausgeschaltet. Jetzt darf nichts schieflaufen. In dem Moment knall ich erstmal gegen die Wand in eine Fake-Box und lass mich wieder überholen. Eine echte Box, Mann. Ja, ja, ja! Bam! Freunde, schaut euch's an hier. Einfach grandios. Okay, wir sind mal Erster geworden durch viel Glück. Und halten damit das Feld offen. Und guck mal, Baby Bowser und Donkey Kong haben wieder Federn gelassen. Und damit sind sie hinter uns. Krass! Das waren die ersten 8 Rennen von 16 in der Meisterschaft der 150er-Klasse. Daumen hoch, bitte. Ja, darf ich bitten? Darf ich bitten? Ja, ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit den letzten 8 Strecken der Meisterschaft. Und wer wird gewinnen? Die Grünen? Die Legendären? Oder doch der Affe mit dem kleinen Schildkrötenbaby? Findet's raus im nächsten Part. Wieder einschalten. Bis dann und ciao.